So, hallo. Ich begrüße euch zu Cult of the Lamb Folge 21. Ziel des Parts, wir sammeln schneller Anhänger, bis wir 20 haben, als sie uns wieder wegsterben. Oder den Kult verlassen, weil sie indoktriniert werden oder sonst was, keine Ahnung. Ja, also, ich denke aber, das Sammeln geht trotzdem insgesamt schneller, als dass sie, ne, logischerweise. Deswegen wird man schon auf 20 kommen. Ich hoffe nur, man kommt schnell auf 20. Wir brauchen nämlich 20. Und wir haben aktuell, ich glaube, 10? Ne, ich glaube 12. Wir werden es gleich sehen, wie viel wir haben. Ich glaube, es waren 12. Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. So. Nochmal gucken. 11. Ja, gut. Ich kann schätzen. Ich habe mal wieder richtig gut geschätzt. Das ist alles easy. Und ich habe mir überlegt, ich habe doch dieses... Nee, habe ich nicht freigeschaut. Oder wo ist denn... Ach, hier ist das. Genau. Ein Ort, um Eier auszubrüten. Nee, das ist die Brutstätte. Das hier brauchen wir. Paarungszelt. Ah, da brauchen wir Goldbahn. Weil ich dachte nämlich, hier kann ich auch aus zwei Anhängern noch einen weiteren machen. Um sie entscheiden zu lassen, ob sie gemeinsam ein Ei zeugen möchten. Okay, es ist eine Entscheidung. Ja, gut. Also es kann theoretisch wahrscheinlich auch schief gehen. Ah, das brauchen wir jetzt auch nicht. Ja, passt auf. Dann machen wir Folgendes. Kann ich dich schon wieder umerziehen? Yes. Nice, dann der ist wieder fit. Wunderbar. Dann kann er wieder raus. Nein, er ist noch nicht wieder fit. Fehlt noch ein ganz kleines Stückchen. Ah, Käse. Okay. Nicht müde genug, um zu schlafen. Ja, schön. Ja, ich denke wir... Ach ja, er ist ja alt. Also er wird ja sterben. Ja, ich muss jetzt erstmal opfern, bevor wir deswegen Glaube verlieren. Oh, wir haben noch gar nicht... Ja, aber was bringt Predigt jetzt eigentlich noch? Also es erhöht Glaube, ja, okay. Aber ich level ja nicht mehr. Es passiert ja nichts mehr. Ich level ja nicht mehr. Also es erhöht Glaube, das ist schon okay. Ach, wir können die nächste Sünde einsetzen, richtig? Kostet aber auch 3 Goldbarren noch, weiß ich jetzt nicht. Gab es nicht hier auch irgendeinen Fließ, den man freischalten konnte mit Sünde? Ah, 10 Sünde brauche ich dafür. Lege immer mit einer Donnerbüchse los. Das war das Ding. Ja, nein. Okay, also wir müssen... Ach lol, ich kann ja auch einen wiederbeleben. Ich kann ja auch einen wiederbeleben. Dann habe ich ja auch wieder einen mehr. Stimmt. So kriegen wir ja auch einen mehr. Heirate einen deiner Anhänger. Das klingt so weird. Das lassen wir mal sein. Jünger. Das bringt mir jetzt auch nichts. Ich glaube, hier ist aber nichts anderes. Nee, ist hier nichts wirklich anderes dabei. Was mir jetzt wirklich was Aktuelles bringt. Pass auf, dann machen wir erstmal Wiedererweckung. Und dann, also wir verlieren hier 10 Glauben und hier gewinnen wir 20 Glauben. So. Ja, mein Felix ist ja leider nicht dabei, ne? Den ich als Dämon abgegeben habe. Das wird mich bis ans Ende dieses Let's Plays unfassbar ärgern. Ich sag's, wie es ist. Das wird mich bis ans Ende dieses Let's Plays unfassbar ärgern. Okay, wir sortieren mal nach Stufe. Ja, okay, Salios. Alles klar, Salios, dann komm zurück. Oh.
So, 12. Problem. Es ist schon wieder eine alt geworden. Und ich glaube nicht, dass... Oder wir machen das. Nee. Also es wird halt jetzt so ein Hin und Her sein. Es wird jetzt immer so ein Hin und Her sein. Es werden ja die nächsten wieder alt. Also während ich losziehe und neue Anhänger hole, werden wieder welche alt. Es werden welche sterben. Es wird jetzt immer so ein Hin und Her sein. Oh, 162 Münzen bekomme ich von ihm, okay. Weil ich jetzt keine Level mehr bekomme, bekomme ich jetzt dafür Münzen stattdessen oder wie ist das? Ich habe keine Ahnung. Aber mach's gut, Balzebub. Tschüss. Jo. Alles klar. Aber dann können wir auch jetzt wieder neue Goldbarren und so machen, ne? So. Okay, da ist eine Menge passiert. Seelenwiege opfere 10 Anhänger. Ja, toll. Dann machen wir jetzt noch Essen. Machen hier, bereiten wir neue Goldbarren vor. So. Hier lassen wir was kochen. Ich verstehe das mit dem... Na komm, wir machen Fleischbrühe. Wir werden schon nicht gleich wieder alle krank werden. So. Dann gehen wir los und holen Anhänger. Ich denke, wenn ich die erste Stage nochmal spiele, werde ich am schnellsten Anhänger zusammenbekommen. Ah, hier können wir gleich wieder einen kaufen. Sehr gut. Das ist natürlich auch praktisch. Zack. Das wäre dann Nummer 12, wenn ich ihn indoktriniert habe. Was ist mit dir los? Der guckt nur komisch. Okay, brauchen wir nichts. Ja, gehen wir hier rein und holen uns Anhänger. Das heißt, ich muss jetzt immer jeden Weg gehen, auf dem ich Anhänger treffe. Und jetzt bloß nichts machen, was meine Dämonen, na, reduziert. Wobei ich es ja nicht wusste. Ich habe mir es im Part nochmal angeschaut. Er labert nur was von, ja, hier, das ist mein Herz. Und da stand nichts davon, dass ich einen Dämon verliere, geschweige denn, dass dieser Dämon dann als Anhänger auch tot ist. Also, das stand halt nirgends. Das war richtig frech. Wir haben 536 Holz. Okay, ich glaube, ich brauche nicht extra Holz farmen, oder? Ich glaube, wir brauchen nicht extra Holz farmen. Komm, weiter geht's. Einfach schnell durch. Und Knochen haben wir 710, yo. Alles klar. Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht extra nochmal hier irgendwie Sachen holen. So, Karte ziehe ich natürlich, denn wir könnten genau sowas hier. Ja? Mehr Loot und so ist ja immer, immer gut. Die Blumen können wir mitnehmen, da haben wir 114. Blumen würde ich auf jeden Fall weiter mitnehmen. Aber so die normalen Sachen werde ich jetzt nicht extra farmen. Ich schwöre einen neuen Fluch mit erhöhter Stufe. Okay. Wir haben aktuell den Dreierschuss, glaube ich. Ja, das war's nicht. Genau. Dann erhöhen wir mal die Stufe. Und das kann ich immer wieder machen. Also ich kann jetzt meinen Fluch unfassbar hochleveln, theoretisch. Was an sich eine coole Geschichte ist. Aber natürlich jetzt in unserem Fall nicht so viel bringt.
Weil wir nicht richtig... Okay, perfekt. Da haben wir direkt einen Anhängerweg. Sehr schön. Ja. Müssen wir gehen. Müssen wir gehen. So. Sehr schön. Gut. Machen wir das auch. Das wäre jetzt Nummer 13, theoretisch. Noch ein paar Blumen hier mitnehmen. Laplace, verdammte Würfel. 50%ige Chance, ein krankes Herz oder 50%ige Chance, allen Gegnern Schaden zuzufügen. Ja, brauchen wir nicht. Passt schon. Da behalte ich lieber dieses Ding, mit dem ich meinen Fluch weiter hochleveln kann. So. Okay. Vor allem, der war auch noch zerbrechlich, also den hätte ich nicht mal immer wieder einsetzen können, ne? Das hätte nicht so viel gebracht. So. Goldklumpen, nice. Waffenupgrade. Göttliche Axt, let's go. Oder göttlicher Panzer. Okay, dann nehmen wir den Panzerhandschuh mit. Dann nehmen wir den Panzerhandschuh mit. Alter. Mann. Jetzt haben wir Waffenglück wieder und dann, wenn wir es. Achso, wobei, wir haben ja keine Kreuzzüge mehr. Wir haben ja nur noch den Final Boss. Es geht ja. Ja, eben. Es geht jetzt ja nur noch darum. Muss man das immer wieder bewusst machen, ne? Es kommt keine richtige Stage mehr. Wir werden das ganze Zeug nicht mehr brauchen. Wir werden es höchstens brauchen, wenn wir halt irgendwann mal vielleicht noch ein paar mehr Challenges machen oder sowas. Ne, wenn man sagt, okay, ich gehe noch auf 100%, ich möchte gerne das alle Achievements holen und keine Ahnung. Sowas in der Richtung. Aber das wird jetzt erstmal nicht der... das Ziel sein. Schön. So. Aber wenn ich halt pro One auch immer nur einen Anhänger holen kann, das ist halt trotzdem nicht so das Wahre. Wir haben göttlich, also besser als göttlich wird es nicht mehr. Besser als göttlich wird es nur sozusagen göttlicher Handschuh der Level drüber. Aber alles andere wird hier nicht mehr ausgetauscht. Ja, wo ist noch einer? Ach, hier. Höheres Level, da wir das ja eh durchtauschen. Da wir es ja eh durchtauschen, können wir das jetzt machen. So. Okay, da haben wir direkt den Boss. Ich denke, dann brauchen wir die anderen Räume jetzt auch gar nicht großartig noch besuchen.
Denn ich glaube kaum, dass mir hier jetzt ein Anhänger durch die Lappen geht, wenn ich jetzt nicht die nächsten Räume durchsuche. Ja, das war's dann auch mit Zeuge Agares. So, und jetzt hoffe ich, geht's wieder von vorne los mit neuem Anhängerweg. Okay, da ist auf jeden Fall ein Anhängerweg. Sehr gut. Also mindestens einen Anhänger mehr kriegen wir auf jeden Fall wieder zusammen. Bisher ist auch keiner alt geworden. Und selbst wenn sie jetzt alt werden, sind sie ja nicht sofort wieder tot. Na, also, das ist ja auch ganz wichtig. Gut. Yo! Die Manipulation wird bei mir nicht mehr wirken. Werde dich der Gerechtigkeit zu und die anderen befreien. What? Wait. Was passiert hier? Ist das einer von meinen Leuten? Töte ich jetzt gerade wieder einen meiner Leute? Jonatri? Nee, oder? Nein, 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 okay. Ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade schon. Aber was ist... Also bekomme ich den dann jetzt, wenn ich das schaffe, oder was? Dann wird sich's der nämlich doch plötzlich lohnen. Dann wird es sich dann nämlich doch plötzlich lohnen, Nee, Anhängerfleisch. Ja, schade. Ich dachte jetzt vielleicht, ich bekomme den. Aber scheinbar nicht. Aber hatte mit meinem Kult auch nichts zu tun. Na gut. Interessante Truhe hatten wir auch noch nicht. Okay. Aber wo kam... Also... Ja, keine Ahnung. Wo der herkam. Man weiß es nicht so genau. So. Schön. So, wir müssen den Anhängerweg gehen und das ist auf jeden Fall der hier. Okay, perfekt. Da sind wir auch gleich beim Anhänger. Da sind wir auch gleich dort. Ja, nehmen wir das Geschenk mit halt. So. Wichtig, das hier auswählen. Da darf ich nicht zu schnell klicken, weil man darf... Wenn man sich verklickt, dann wird man nicht zurückgeschickt, sondern ist halt einfach vorbei. Toriul hat ein hohes Alter erreicht. Okay. Und der angekündigte Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Schaffen wir 20, bevor Toriul stirbt.
Wir werden sehen. So, das wäre jetzt theoretisch Nummer 14, ne? Das wäre jetzt theoretisch Nummer 14. Was ich auch bedenken muss, bis ich zurück bin, kann ich bestimmt den Dings wieder einsetzen. Also die Wiederbelebung ist dann bestimmt auch wieder aufgeladen. Ja. Gut. Okay. Ach komm. Ich muss trotzdem ein bisschen auf meine Energie achten. Da darf ich nicht zu leichtsinnig werden. Ich frage mich, ob man zum Final Boss Fight Dämonen mitnehmen kann. Weil Tarotkarten weiß ich, kann man nicht mitnehmen. Aber Dämonen bin ich mir nicht sicher. So. Nekromanten-Donnerbüchse. Angriff der Krone. Ach, ich hätte ja schon längst wieder wechseln können, siehst du? Habe ich wieder nicht aufgepasst. So. Ah, das ist der Angriff, ich verstehe. Okay. Silos wird den Kult morgen verlassen. Das ist Aesalios. Geht das nicht gut? Dann muss ich wieder zurück. Dann muss ich wieder zurück, weil der stirbt ja nicht, sondern der geht ja einfach. Das kann ich dann, das muss ich dann auf jeden Fall verhindern. Ah, ich hätte so einen Jünger erstellen sollen vorher. Dann würde der sich jetzt, glaube ich, um den kümmern können, ne? Okay, pass auf, dann gehen wir direkt zum Boss. Da. Sünde. Cool. Vielleicht schaffen wir noch einen Anhänger, bevor wir zurückgehen. Ja, einen kriegen wir noch hin. Sehr gut. Muss jetzt nur drauf achten. Dass der Salius nicht noch mehr... noch mehr ansteckt. Ja, weil der Glaube ist nämlich nicht gut. Okay. Ja, wir müssen wirklich gleich zurück. Den einen Anhänger holen wir noch und dann gehen wir zurück. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Das Tempo erhöht sich. Let's go. Gut, weiter.
Alter, halt, Blumen. Blumen nehmen wir schon noch mit. Blumen nehmen wir schon noch mit. Okay, so. Das ist jetzt aber der letzte Boden, oder? Nein, ist immer noch nicht der letzte Boden. So, einmal noch Anhängerraum und dann geht's nach Hause. Einmal noch Anhängerraum und dann geht's nach Hause. Oh, den kriegen wir einfach so. Sehr gut. Sie sind alle tot. Oh Herr, wie konnte ich nur? Schon wieder. Siehst du sie in mir, die Finsternis in meiner Seele? Ja, let's go. Okay. Wunderbar. Abflug. Bam. So, Salios, auf dich wartet das Gefängnis. Wo ist er? Da ist der Chef. Nein, ich will mit dir reden. Oh. Haben wir gleich. So, er ist wieder fit. So, Salios. Where are you? Hier. Jetzt Gefängnis. So. Da kommt eine Quest. Die Quest könnte ja auch wieder neuer Anhänger sein, deswegen natürlich cool. Mit ein bisschen Glück. Zeigt sich anderen Anhängern gegenüber nicht zugeneigt. Das ist sowas von wurscht. Ab mit dir in den Kult. Du gehst beten. So. Nein. Ich will nicht mit dir sprechen. Achso, passt schon. Ich dachte, ich habe den anderen angequatscht. Ja, alles gut, völlig wurscht. Rein da. Ukre, ich sehe, dass du was willst. So, du gehst beten. Du wirst bekehrt. Hey, let's go. Du gehst beten. Auch beten gleich. So. Und wir sind bei 15. Okay, nice, nice, nice. Oh, jetzt haben wir aber natürlich... Ja, okay. Jetzt haben wir nicht mehr genug Unterkünfte, stelle ich gerade fest. Das ergibt natürlich Sinn. Das ergibt natürlich Sinn. Man muss immer als erstes das bauen, dann verbessert man es zu dem und dann verbessert man es zu dem, ne? Und das kann ich sofort bauen. Ah, okay, ich verstehe den Unterschied. Ich verstehe den Unterschied. Ja, okay, okay. Okay, das kann auch kaputt gehen. Aber davon hat man jetzt richtig, also da hat man jetzt so viel Zeug bekommen, ne? Gut. Gut, in Ordnung. Aber eigentlich fehlt nur ein Bett, ne? Und da sind ganz viele auch leer. Ach komm, dann schlaft er auf dem Boden. Es ist... Ganz ehrlich... So, pass mal auf. Verwesende Leichen, 5 Anhänger. Das ist eigentlich egal. Ich brauche das hier alles eh nicht mehr. Von daher ist es eigentlich wurscht. Holen wir uns halt den Sammelschrein der Jünger. So. Aber wie gesagt, es ist eh wurscht. Es ist schlicht und ergreifend wurscht.
So. Können wir denn gerade schon wieder einen neuen Anhänger kaufen? Bestimmt. Yes. Nummer 16. Come to me. Hat die ständig einen neuen? Schade. Okay, so, neue Predigt. Machen wir gleich. So. Ja, dann war's. Nee, Quatsch, das war's natürlich noch nicht. Stopp, 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 Freunde. Nicht gleich wieder abhauen. Unterricht ist noch nicht. Ah, ich kann nicht wieder opfern. Aber ich kann schon wieder wiederbeleben. Let's go. Ich kann schon wieder wiederbeleben. Das ist doch auch was. Na komm, dann holen wir Baalzebub zurück. Den haben wir vorhin erst geopfert, ne? Im gleichen Part geopfert und wiederbelebt werden. Muss man auch erstmal schaffen. So, dann haben wir hier den nächsten. Zack. Du gehst beten, so. Dann können wir hier umziehen. Wunderbar. Dann haben wir schon drei Betten zu wenig. Aber jetzt verstehe ich natürlich den Unterschied, dass man die gemeinsame Unterkunft kann man sofort bauen. Und dafür braucht man jetzt die ganzen Sachen davor. Ja, okay. Wobei das, was man davor braucht, jetzt auch nicht wirklich viel ist. Ich glaube, es ist immer noch günstiger. Ich glaube, das ist immer noch günstiger bis zu dem. Aber das ist ja nur eins und da passen ja drei rein. Stimmt, ich brauche ja drei davon immer. Ja, mein Gott. Ja, aber ist jetzt auch egal. Wir machen einfach ein paar normale Schlafplätze. So. So, das ist jetzt völlig wurscht. Dann haben wir wieder ein paar Schlafplätze mehr. Warte, ich baue noch gleich ein paar mehr. Weil wir ja noch ein paar Anhänger dazu bekommen gleich. So. Kranke heilen. Keiner. Keiner ist aktuell krank, ja? Sehr gut. Wunderbar. Sehr schön. Dann passt doch hier erstmal alles wieder. Holz haben wir auch genug. Wir brauchen jetzt keinen neuen Holzplatz im Moment. Kann ich sonst irgendwie auf die Schnelle noch an Anhänger kommen? Wir sind jetzt bei 17. Das sieht doch ganz gut aus. Also man kommt schon schneller an Anhänger ran, als dass sie von einem genommen werden. Das muss man feststellen. Okay. Oh, stimmt. Ich kann über Missionar ja auch Anhänger holen. Richtig, aber die könnten auch sterben. Also ist riskant. Ist eine riskante Geschichte. Ich könnte drei Anhänger losschicken und drei Anhänger bekommen. Aber ich glaube, das dauert auch eine Weile. Wir gucken mal kurz. Ich glaube, das dauert eine Weile, bis die wiederkommen, ne? Ja, hier drei Tage, zwei Tage, drei Tage. Nee, nee, nee. Und der ist erschöpft, deswegen wäre es... Das ist jetzt interessant zum Beispiel, ne? Weil der erschöpft ist, würde das jetzt nicht dafür sprechen, ihn loszuschicken. Interessant, interessant zu wissen. So. Ach ja, du hast ja eine Quest für mich. Hast du einen neuen Anhänger? Oh. Ja, let's go. Machen wir. Wir gehen durch die Ankertiefen, haben wir gleich noch einen Anhänger mehr. Perfekt, machen wir.
Machen wir, let's go. Glaube passt. Um den Hunger kann ich mich noch kümmern. Wir nehmen jetzt auch keine Dämonen mit. So. Wunderbar. Wo waren die Ankertiefen da hinten? Das war das Wassergebiet. Richtig, okay. Gut. Das ist doch super. Dann gehen wir den Anhängerweg und nehmen noch gleichzeitig die Schwester mit. Sehr praktisch. Sehr praktische Quest. Was mit dir? Obwohl Kalama unter den Seinen als Feigling bekannt war, so war doch mit seiner... Ich will jetzt aber eigentlich gar nichts von Kalama weiter wissen. Ach so, weil ich jetzt zum ersten Mal wieder in... Ja, ich verstehe. Weil ich jetzt zum ersten Mal wieder hier drin bin. Ja. Alles egal. Alles völlig wurscht jetzt hier. Nee, komm, wir haben genug Zeug. Wir haben mehr als genug Zeug. Wir wollen einfach nur schnell hier durch. Wir wollen einfach nur schnell hier durch. Interessanter Raum. Hey, kann ich einfach durchlaufen? Okay, der Raum ist sehr interessant sogar. So, weg mit euch. Weg mit dir. Nice, gleich eine bessere Truhe. Hat sich direkt gelohnt. Der Spaß. Viele hier in dem Raum sind. Da wäre jetzt so ein Blitzding cool gewesen. Wie viel Kristall haben wir eigentlich? 37? Okay, so Kristalldinger könnte man ein paar mitnehmen, wenn wir es sehen. Glaubst du auch nicht, dass die noch relevant werden? Aber so Kristallteile könnte man ein paar mitnehmen, wenn wir sie sehen. Oh. Das erfordert die Attacke. Und ein bisschen Fisch. So, von denen kriegt man ja Fisch. Auch nicht verkehrt. Schön. Hier sind wieder ein paar Kristallscherben unterwegs. Wunderbar. Und erste Stage fertig. So, auf welchem Weg ist jetzt... Ach so. Ist der Anhängerweg Asis gar nicht zusätzlich dann wahrscheinlich? Ja gut. Dann müssen wir so rumgehen. Die Präsenz von Kalama ist immer noch spürbar. Eingesammelte Dungeon-Ressourcen sind verschwunden. What? 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 Schmutz? Okay. Von mir aus. Hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Ah, okay, also es ist einfach der Anhänger ist die Quest dann. Ja, okay. Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, muss ich gestehen. Aber was soll's. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen hier. Thank you.
Bruder. Okay, oh, nochmal. So. Und du noch. Okay, halbes Herz, das war gar nicht mal so gut. So, dann können wir auch gleich wieder abhauen, weil das war dann eh eine ganz schlechte... Das war dann eh eine ganz schlechte Geschichte hier. Wir haben nichts mitgenommen. Wow. Alle Ressourcen, die ich gesammelt habe, waren für die Katz. Sehr gut. Okay, was soll's. So, aber damit haben wir dann jetzt hier unsere Nummer 18. Habe ich schon, okay. Da schlafen zwei in ein... Fight! Wer hat sich hier alles ineinander gewurschtelt? Wer hat sich hier alles ineinander gewurschtelt? Was ist denn da los? Und weiß es nicht so genau. Bild. Felix! Felix und... Okay. Ich verstehe... Also, ich verstehe die Zuordnung nicht, aber mein Gott, es ist egal. So. Quest abgeschlossen, passt. Okay. Wir sind bei 18. Das ist stark. So, du bist auch wieder voll da. Weg mit dir. Kann ich wieder einen kaufen? Dann wären wir schon bei 19. Stark. Tschüss. Wenn ich jetzt noch einen wiederbeleben kann, hätten wir es. Geh auf die Farm, ist mir wurscht. Erstmal Predigt. Können wir wiederbeleben? Oder ist es noch... Ah, schade, ist noch nicht. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Ich hoffe, unser Alter hier wird noch ein bisschen aushalten, Toriul. Ich hoffe, du hältst noch ein bisschen aus. Aber bei meinem Glück stirbt er bevor. Na? Der wird bestimmt sterben, bevor das hier alles... Bevor das hier alles, ja, weißt du schon. So. Oh, kann man jetzt hier... Kann man hier was essen einfach? Okay, interessant. Bedient euch, wenn da was ist? Ich habe keine Ahnung. Ich habe davon keine Ahnung, aber wenn da was ist, bedient euch. So. Wo kriege ich jetzt auf die Schnelle noch? Ich denke, wir müssen einfach nochmal losziehen und nochmal... Aber in der Zeit wird er sterben. Ich sehe das kaum, dass er in der Zeit sterben wird.
Und dann geht der Glaube runter, weil alle Todesangst und... Na komm, wir gehen schnell durch. Im Zweifelsfall ist es dann halt wieder genau einer zu wenig noch. Da muss ich halt nochmal durch. Gut. Kein Schaden, zerbrechliche Stein mit einer Berührung. Beides nicht so relevant jetzt gerade. Okay. Sehr gut. Okay. Machen wir. So, wo ist Anhängerweg? Hier ist Anhängerweg. Gut. Dann müssen wir hier lang gehen. Sehr schön. Das wäre jetzt theoretisch meine 20, wenn nicht schnell genug. Wenn ich schnell genug bin und Toriul in der Zeit nicht stirbt. Dann wäre das jetzt meine 20. Bisschen Glück. Kann ich direkt noch einen neuen kaufen? Schade. So, aber hier ist 20. Hier ist Nummer 20. Sammle 20 Anhänger, habe ich eine Quest bekommen. Ein Achievement. Okay. Du gehst beten. So, wo ist Toriul? Kann ich irgendwie verhindern? Wo ist er? Dass der mir jetzt noch stirbt. Wo ist er denn? Toriul. Oder hier ist... Wenn die gerade auf so einem Haufen sind, warum nicht? Kann man mal kurz hier loslegen. Wo ist Toriul? Wie soll man denn hier noch was finden? Ich wollte Toriul gucken, ob ich noch irgend so eine Kette ihm geben kann, die ihn länger leben lässt. Wo ist er? Ich werde bekloppt. Hier! Chef. Ach nee, ich kann ihm ja nachträglich nichts mehr geben, ne? Scheiße. Okay, aber leg dich hin. Leg dich hin und stirb mir dabei nicht. Okay. Wir werden ready, glaube ich. Ich glaube, wir werden ready. Ich verliere auch keine Anhänger, wenn ich einen Dämon draus mache, richtig? Das zählt ja nicht als Dings. Das müsste ja passen. Also,
Helix. Ja, das bleibt. Okay, das bleibt. Sehr gut. Weit. Dafür, für die Dämonen wäre es theoretisch noch relevant. Für die Dämonen wäre es theoretisch noch relevant, Dings zu machen. Und Bartman. Zack. Okay. Cool. Dann sind wir bereit. Wir gehen los. Wir ziehen los. Zum finalen Gefecht. Ritual durchführen. Okay, ich hab Dämonen. Good to know. So, und ich kann mir jetzt raussuchen. Tückischer Dolch, tückisches Schwert. Nekromantendolch, reinigendes Feuer. Ah, das sind die, okay, das sind die Dinger. Dann nehmen wir auf jeden Fall das hier mit. Aber leider keine göttliche Waffe. Ich glaube, ich nehme tückisches Schwert. Nee, ich glaube, ich nehme tückischer Dolch. Ja. Okay. Schauen wir, wie es damit läuft. Oh, ich kann nur langsam laufen. Dann laufen wir nur langsam. Gefäß, ich entbinde dich von deinem Dienst für die Rote Krone. Bring sie zurück zu mir und nimm das Ende an, das dich erwartet. Mit diesem letzten Opfer meines treuesten Anhängers werde ich befreit. Endlich werde ich frei sein. Komm näher, Gefäß, und lege dein Leben zu meinen Füßen. Lass meine Anhänger in Ruhe. Weigern. Du hast mich also betrogen, Lam. Du hast dich von meiner Lehre abgewandt und dich selbst zu einem falschen Götzen gemacht. Diese Krone gehört nach göttlichem Recht mir. Denkst du wirklich, du könntest nach dir dich dem Tod widersetzen? Meister, gestattest mich, werde diesem Wicht eine Kostprobe deines Zorns geben. Baal. Okay, Baal, was kannst du? Fight hat erstmal... Ich glaube, es ist Fight mit der Explosion, deswegen sage ich Fight. Sorry, falls es jemand anders war. Fight hat erstmal ein halbes Leben abgezogen mit seiner Explosion. Das ist so krass. Ein Dämon auf Level 10 ist so übel. Es ist so übel. Also so ein guter Angriff. Ich werde mich um die Bestie kümmern, Meister. Ich werde die Krone von seinem Kopf schlagen. Aim. So, Fight, würdest du bitte gleich wieder? Ne, jetzt ist er natürlich immer am Ende nicht da, ne? Sieht man ja leider. Aber wir machen gut Schaden. Wir machen auch so sehr gut Schaden. Ja, easy. Das ist schon mal kein Problem, hier die zwei zu besiegen. Und tschüss. Sehr schön. Du glaubst, du hättest gewonnen. Du glaubst, du wärst in Sicherheit. Vergiss es nicht. Du gehörst mir. Sogar nachdem ich dich abgeschlachtet haben werde, wird dein Schmerz nicht enden. Du kannst mir nicht entkommen. Nicht einmal im Tod. Okay. Jener, der wartet. So, was kannst du?
Oh, das hat nicht so gut getroffen. Okay. Aber wir haben guten... Wir haben guten Dings. Wir haben viel, viel Energie. Aua. Und das ist dann natürlich der Grund, warum man trotzdem noch Anhänger leveln kann. Weil sie stärkere Dämonen werden, ne? Ergibt natürlich Sinn. Okay, Hälfte haben wir. Aua. Sehr schön. Ah, Mist, ich wollte mal gucken, was die Attacke macht. Yo! Oh, das haut ja richtig rein. Okay, Dolche sind super krass gegen den. Na, oh mein Gott, krass. Weil man halt viel öfter trifft damit. Dachtest du, ich wäre besiegt, dass du das wäre alles, das ein Wesen wie mich ausmacht? Warst du etwa der Ansicht, da über einem Gott zu stehen? Das Finale. Im Finale. Geht los. Du bist verdorben, falsches Idol. Deine Verderbnis hat sich ohne Zweifel ausgebreitet. Ja, jetzt müssen wir die drei Augen angreifen. Mal gucken, wie das läuft. Wir machen aber richtig gut Schaden, ne? Nice. Erstes Auge ist down. Sehr geil. Kann ich die eigentlich befreien? Nein, okay. Schade. Okay, das zweite Auge ist auch gleich down. Da dürfte nicht mehr viel fehlen. Okay, aua. Aua. Bin ein bisschen riskant gerade unterwegs, muss ich gestehen. Okay. Lieber ein bisschen vorsichtiger spielen jetzt. Shit, der hat mich getroffen. Oh, Mist. Nein, 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 nein. Okay, nochmal ein blaues Herz geholt. Ich muss vorsichtiger spielen. Ich muss vorsichtiger spielen jetzt. Weniger auf Treffen als auf Ausweichen. Nein! Wo bin ich reingerannt? Oh boy, oh boy, oh boy. Schade! Okay. Okay, aber war schon sehr, sehr gut. Machen wir gleich nochmal. Machen wir gleich nochmal. Oh, shit. Bartman ist kein Dämon mehr. Ah, sind die jetzt eigentlich zu erschöpft, um wieder Dämon zu werden? Wie ist denn das? Pass mal auf. Gibt's hier irgendwas? Um die nochmal zu leveln, wollte ich sagen. Gibt es.
Sehr schön. Haben wir nochmal ein paar Level rausgeholt. So. Wir können sogar einen wiederholen. Für den Fall, dass nämlich Toriel jetzt noch irgendwie vorzeitig stirbt, dann hätte ich wieder einen mehr im Team. Dass wir auf jeden Fall 20 weiter haben. Dass wir auf jeden Fall 20 weiter haben. Ja, dann machen wir jetzt noch den hier. Und dann könnte doch jetzt eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Man kann doch jetzt eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Außer, dass ich halt gerade zum Schluss ein bisschen zu unvorsichtig gespielt habe, weil ich doch dachte, es ist jetzt ein bisschen zu einfach geworden, aber... ja, war nicht ganz so gut. So, sehr schön. Denn selbst wenn Toriel jetzt einen Abflug macht, ist es nicht so dramatisch. Ich weiß halt nur nicht, ich verstehe nicht ganz, wie sich das jetzt mit dieser Erschöpfung auswirkt. Ja, ist ja wurscht. Ich verstehe nicht ganz, wie das jetzt mit dieser Erschöpfung auswirkt. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt nochmal zum Dämon mache, dass die mir vielleicht sterben oder so. Versteht ihr? Aber davon steht da ja nichts, ne? Ich kann die im Prinzip einfach machen. Ihr könnt noch kurz jemanden Beichte abnehmen. Wieso, Oh, ich kann niemanden die Beichte abnehmen, der über Stufe 10 ist. Auch interessant. Ja gut, aber ich will ja eh mit euch dreien losziehen. Also ihr drei seid immer die, die ich nehme. Das ist völlig, na, es wäre vielleicht cool, wenn wir drei solche Explosionsdämonen hätten, aber darum geht's mir nicht. So, zack. Und Byte macht wieder Explosionsdamage. Das war so krass, wie er da reingerattert ist, ne? Zack. Und Bartman ist auch wieder am Start. Zack. So, dann kann ich noch schnell mir was zu essen machen. Ja, ist wurscht. Und dann geht's los. Neuer Versuch. Ich muss sich jetzt alles nochmal angucken oder geht's direkt im Kampf los? Wir werden sehen. Also noch kann ich nichts überspringen. Ach ja, stimmt, ich muss erst auswählen. Oh mein Gott, göttliche Waffen! Göttlicher Dolch, göttlicher Panzerhandschuh. Ich würde den Dolch nehmen. Der Dolch war krass. Dolch war krass. Jetzt ist hier nur die Frage. Totenwächter, vernichter Nahkampfangriff. Nee, ich will schießen. Schießen ist, glaube ich, besser. Gerade bei den Augen ist, glaube ich, ganz gut, wenn ich auf Fernkampf gehe. Okay, diesmal kann ich auch hier hinrennen. Sehr gut. Nein. 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 Weigern. Okay, also das muss man sich dann schon immer wieder angucken. Huh.
Okay, Baal, du kriegst erstmal wieder eine Bombe ins Gesicht wahrscheinlich. Jawohl. Alter, der Schuss. Das ist so krass, ne? Der Flammenschuss ist gut. Sehr, sehr schön. Yo. Alter, gebt euch den Damage vom goldenen Dolch. Es ist insane. So, komm. Mach ab. Ups, wollte ich nicht. Entschuldigung. Ich kann das Herz nicht mal einsammeln. So krass bin ich noch drauf. Oh, ich habe nicht getroffen. Yes. Aua. Nice. Hey, wieso habe ich nicht getroffen? Scam. Alter, der war gut. Der, oh mein Gott, das ist so ein krasser Schaden. Alter. Wir sind mit voller Energie und... Ja, komm, das muss es doch jetzt werden. Also das muss es doch jetzt werden. Also alles, was recht ist, das darf ich doch jetzt nicht mehr versauen. Wir haben es doch vorhin gesehen, dass ich es fast hatte. Und da hatte ich eine schlechte Waffe. Also, ich hatte keine göttliche Waffe. Sagen wir es so. Sie war nicht schlecht, aber sie war nicht göttlich und das reichte schon aus. Jo, das Herz nehme ich sogar auch mit. Sehr cool. Das Herz nimmt man mit. Das ist cool. Das heißt, es liegt hier immer noch zum Aufsammeln. Royal. Und jetzt guck mal hier, kann ich hier schön einfach die abschießen. Insane. Zack, da hat es das erste Auge erwischt. Juckt mich alles überhaupt nicht. Das wird eine Schlachtung. Wenn man treffen würde. Ich sag's wie es ist, ich kann durchtanken. Ich sag's wie es ist, ich kann einfach durchtanken. Das ist durch. Das ist sowas von durch. Guckt euch das an. Das ist sowas von durch. Schade, dass es auf dem ersten Versuch nicht funktioniert hat, aber jetzt sieht man mal den Unterschied. Jetzt sieht man mal den Unterschied, was so eine göttliche Waffe ausmacht. Das ist einfach durch. Und tschüss. Besiege jenen, der wartet. Achievement. Geil. Du hast mich verdrängt, falsches Idol. Erbärmliches Gefäß, verdammtes Lamm. Nun, was soll es werden? Eine rachsüchtige Gottheit oder ein barmherziger Feigling? Die Wahl liegt ausnahmsweise in deiner Hand. Du kannst deine abscheulichen Taten nicht länger auf mich schieben. Wir verschonen natürlich. Du bist schwach, ein erbärmliches Ding. Narr von einem. Warte, warte! Anhänger wartet auf Indoktrination. Ich bin der Nächste, der wartet. Man könnte auch sagen, ich bin jetzt derjenige. Als Gefäß wiedergeborenes Opfer, steige ein weiteres Mal empor und nimm wahre Gestalt an. Nicht länger ein Diener, kein Text war weg. Vielen Dank, dass du unser Spiel spielst, edler Junge. Bitte verbreite das gute Wort nah und fern, damit auch andere durch die göttlichen Lehren des mächtigen Lammes gesegnet werden können. Oh. Ich wusste nicht. Ich hab einen Knopf gedrückt. Dann kann man die Dinger vorspulen. Ja, okay. Nee, das lassen wir schon ordentlich durchlaufen. Sehr schönes Spiel. Theoretisch kann man noch mehr machen.
Wir gucken gleich mal, was wir so an Extras und so freigeschaltet haben. Es gibt ja auch Massen-DLCs, soweit ich weiß, aber ich weiß nicht, ob ich die mache. Na, also, wenn die nicht wirklich Gameplay-Elemente dazu packen, sondern nur neue Anhängerformen und sowas, dann ist das jetzt nicht so sinnvoll. Aber ihr könnt mir da gerne schreiben, wenn euch da irgendwas interessiert, was noch cool ist, was wir irgendwann mal machen können. Mir war es jetzt wichtig, dass wir das Hauptspiel abgeschlossen haben. Und jetzt können wir endgültiger Todmodus aktivieren. Und den Buße-Modus aktivieren. Also natürlich gibt es viel mehr zu tun, was man machen kann. Zum Beispiel auch jenen, der wartet, zurückholen. Es ist so cool, dass er auch ein Anhänger einfach werden kann, ne? Schläft am Tag und arbeitet während der Nacht. Zettelt gerne Schlägereien an. Na, das kann ich mir vorstellen. Wird nie alt werden. Der kann nicht sterben. Jener, der wartet, kann einfach nicht sterben. Das ist schon cool. Ab mit dir. Ab mit dir und gebeten. So. Okay. Ja, cool. Ja, cool. Speichern. Ich weiß nicht, was der Fotomodus ist. Ach so. Ja, okay, kann man einfach ein Foto machen. Cool. Hilfe. Ich glaube, davon brauchen wir jetzt nichts mehr. Ich glaube, das haben wir alles durchaus gesehen. Hauptmenü. Jetzt schauen wir mal, was wir alles freigeschaltet haben. Denn wir haben, also hier steht ja was von DLC. Ich glaube aber DLC, ich guck mal, was da passiert, wenn ich da draufklicke. Ich glaube, davon habe ich nichts. Cultist Edition, Heretic Edition, Sinful Edition, Pilgrim Edition. Nee. Da kann ich gar nichts machen. Der sagt aber auch nicht, was es bedeutet. Okay. Wir können dann mal kurz bei Steam gucken. Oh shit, ich habe... Dadurch, dass ich jetzt alles angeklickt habe... Oh, der will das jetzt öffnen. Ups. Das wusste ich nicht. Hilfe. Kann ich wieder steuern? Okay. Hoppala. Ich darf das nicht alles einzeln anklicken. Okay. So, Erfolge. Gut, da haben wir nämlich jetzt hier die ganzen Sachen, die wir so bekommen haben. Aber da steht auch nicht dort, wie man die anderen bekommt, ne? Ach doch, hier. Hilf Sozo. Haben wir nicht so geholfen? Regenerieren. Aber das hat irgendwas mit Sünde zu tun, okay. Schalte alles Wissen frei. Schalte alle Outfits frei. Habe 12 Jünger. Oh, ja. Also sozusagen 12 Anhänger über Level 10. Verbessere den Tempel. Ja, das sind die Sündendinger. Sammle alle Relikte, hol dir deine Münzen von Midas zurück. Oh, okay. Schließ eine Reihe im Fegefeuer ab. Keine Ahnung, was das ist. Und dann hier zwei versteckte Erfolge. Ah, okay, die meisten sind versteckt. Schalte alle Fließe. Ja gut, das ergibt Sinn. Schalte alle Tarotkarten, ergibt auch Sinn. Alle Anhängerformen, ergibt auch Sinn. 666 Goldmünzen, ja, okay. Nicht länger ein Diener, kein geringerer als ein Gott. Okay. Keine Ahnung, wie man das bekommt. Gut. Ja, ich denke, dann haben wir erstmal genug gesehen. Wie gesagt, sagt mir gerne, wenn DLC-technisch irgendwas Spannendes ist. Wenn... Ich weiß nicht, was dieser Fegefeuer-Modus ist. Vielleicht ist es so eine Art Boss-Rush. Keine Ahnung. Mich hier würde jetzt nur noch interessieren, genau, was die Modi sind. Sobald du stirbst, wird dein Spielstand gelöscht. Für erfahrene Spieler, die nach der ultimativen Herausforderung suchen, kann nicht deaktiviert werden. Der Schwierigkeitsgrad lässt sich nicht ändern. Das ist krass. Wenn man einmal tot ist, war es das einfach. Ja, kann man mal machen? Muss nicht. Schnellstart ist auch cool. Ermöglicht Einführungs- und Tutorialabschnitte des Spiels zu überspringen. Das ist sehr praktisch, weil die sind sehr lang gewesen. Und Buße-Modus, erlebe die Survival-Elemente des Buße-Modus. Du musst essen und schlafen. Oh, ich selbst muss essen und schlafen, um zu überleben. Kann nicht abgeschaltet werden und der Schwierigkeitsgrad lässt sich nicht ändern. Okay, klingt alles sehr cool. Ha? Klingt durchaus nach einer Sache, die sehr interessant ist, aber halt nichts für jemanden, der sowieso nicht viel Zeit hat,
und verschiedene Sachen spielen möchte. Ne? Also ich habe das schon in einem letzten Parts gesagt, ich würde gerne wieder so ein paar SMW-Hacks zwischendurch bringen, dass der Kanal nicht komplett still ist, wenn jetzt wieder Unterricht ist, sondern dass wir einfach mal, weil das ist was ich schnell aufnehmen kann. Eine SMW kann ich mal schnell 20 Minuten mich hinsetzen, das muss drin sein. So, also wenn ich das nicht hinkriege, dann weiß ich auch nicht. Aber erwartet nicht viele Videos und erwartet vor allem nicht einen sehr aktiven Kanal. Aber ich versuche so ein bisschen das Ganze nicht ganz so brach liegen zu lassen wie die letzten Male. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Wahrscheinlich nicht. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.